Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Fishing Planet, the Ultimate Fishing Simulator. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und ich habe dem Zombie und dem Sven schon gesagt, in diesem Part gibt es eine kleine Überraschung. Vielleicht fällt es auch schon jemand auf, da oben steht nämlich gerade Premium bei mir. Ich habe an Arbeit durch eine, ja, weiß auch immer, durch Glück wahrscheinlich, denke ich mal, einfach 5 Euro gefunden. Und dann habe ich auch noch gesehen im PSN Store, dass es hier sehr viel Rabatte auf dieses ganze Zeug gab. Und dann habe ich mir einfach mal was gekauft. Ich wollte es zwar nie machen, aber ich habe mir einfach gedacht, ach komm, jetzt scheiß der Hund drauf. Und da habe ich mir einfach mal dieses Welts Boss Pack gekauft. Ihr seht, ich habe eine neue Weste, eine neue Mütze, eine neue Rutentasche, einen neuen Kescher bis 70 Kilo, ein paar neue Köder, Krebs, Blutegel, zwei neue Ruten, zwei neue Spulen. Ja, ein paar neue Haken sind auch dabei. Also, das ist richtig cool. Warte mal, wo sind denn diese Köder? Die Blutegel hier sind neu. Dann habe ich hier so einen Krebs, hatte ich auch bekommen, 10 Stück. Blutköder, alles gut für den Wels natürlich. Ja, und ich habe das jetzt mal mitgenommen. Und ja, mal gucken, was wir da so für schöne Sachen fangen. Ihr habt mir auch ein paar coole Spots wieder verraten, also der Sven und der Zombie. Mal gucken, was wir davon machen können. Ihr wisst ja, ich bin ja immer so ein Eigenbrötler, ich will mein eigenes Zeug durchziehen, aber wir werden das auf jeden Fall schon irgendwie hinkriegen. Ich würde schon mich erstmal für den Wels entscheiden. Mache jetzt hier mal einen 4-0er Welshaken dran. Krebschen ist, glaube ich, auch ganz gut für den Wels, aber wir können uns auch mal was von den neuen Sachen hier dranhängen. Ich will es mal mit dem Blutköder probieren. So, dann gehen wir mal auf die Karte. Und wo ist denn jetzt hier eine gute Stelle? Ich glaube, ich war auch mal hier hinten. Und der Zombie hat mir, glaube ich, irgendwas geschrieben. Hier hinten ist eine schöne Ecke. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich weiß, es ist natürlich keine super Zeit mehr. Ich habe die Angeln zwar mal getestet, aber jetzt wirklich einen Shiner hatte ich gefangen und einen Forellenbarsch. Ich glaube hier zu dem Baum soll, zu dem Baum in 10 Metern, aber ich weiß nicht, gibt es da noch einen anderen Spot? Ja genau, irgendwo in der Ecke. War es soweit? Tja, wir probieren es einfach mal aus. So, Blutköder, schön Welshaken haben wir ja dran. Wir gehen jetzt hier mal auf 1,70. Wir können auf, ach, wir gehen auf 75 und dann schauen wir mal so bei 10 Metern. So könnten, das könnten 10 Meter sein. Wir gucken einfach mal, ob da sich irgendwas tut. Wie gesagt, ich mache meine Schnurbremse jetzt mal ziemlich weit runter, weil wir haben es das eine Mal gesehen. Das war ja, der Wels war ja nicht mal so riesig, den 6 Kilo Wels aus dem letzten Part. Und da hat schon ganz schön gezogen mit der alten Angel. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die Angel und Spule sich schlägt. Auf jeden Fall überall nochmal so ein Kilo oder 2 Kilo drauf. Können wir nochmal rechnen von der Widerstandsfähigkeit. Jetzt sind wir bei 14 Meter. Na gut, wir können, zur Not gehen wir dann nochmal rechts an den anderen Spot. Aber mal gucken, ob hier überhaupt erstmal was beißt. Aber das ist so cool, Leute. Ich kann jetzt so Fische, glaube ich, bis 15 Kilo mitnehmen, was schon mal richtig geil ist. Durch meinen neuen Kescher, den ich da habe. Und ihr seht es auch oben links, 70 Kilogramm. Und ihr seht es, ich habe 1,9 Kilo drin, weil das war, glaube ich, der Barsch, der hat viel Geld gegeben. Zwei Barsche, glaube ich, 900 Gramm und ein Kilo, glaube ich, oder fast ein Kilo auch wieder. Und ihr wisst ja, die geben viel Geld. Und wenn ich das Ding jetzt voll mache, dann kann ich schon mal viel Geld mitnehmen, dass wir das nächste Mal auch nochmal herfahren können. Es ist ja leider nur ein Tag jetzt. Aber 30.000 Dollar waren auch noch dabei. Also sollte uns das nicht weiter stören. Und wie gesagt, ein Monat oder 20 Tage Premium, glaube ich. Deswegen werden wir das natürlich ausnutzen. Und ich freue mich riesig. Die Angel sieht so geil aus, Leute. Die ist 7 Meter lang. Dann konnte ich auch gleich eine bessere Sehne drauf machen. Aber das scheint nicht der richtige Spot zu sein hier. Kann natürlich auch am Blutköder liegen, keine Ahnung. Wir können natürlich auch mal den Schnittköder dran heften hier. Aber hier kommen wir nicht durch. Das sieht mir so, das wäre so, so richtig schön in der Mitte. Wenn nicht, gehen wir hier auf die Ecke. Ah, hier können wir sogar noch ein kleines Stückchen reinlaufen. Das passt doch, nee, nicht ganz.
So, 10 Meter. Vorhin waren wir zu weit. Machen wir mal hier so. Das könnten doch 10 Meter sein, oder? Vielleicht sogar schon. Na komm, das passt doch. Ah, die Pose treibt eben natürlich. Ja, und der Sven hat mir auch geschrieben, er findet auch, dass es besser aussieht. Von der ganzen Performance her und so ist es aber leicht schlechter, so wie ich das auch schon irgendwie mitgekriegt habe. Dass es mehr Ruckler gibt und bei ihm wo auch ab und zu mal Abstürze. Bis jetzt wurde ich davon verschont. Zum Glück, aber ja, das ist ein bisschen schade, aber das werden die sicherlich noch nachpatchen, denke ich mal schon. Und es läuft auf jeden Fall auch irgendwo flüssiger. Wir haben natürlich auch unseren Weltsköder dran. Oh! Ui, Leute, da ist doch. Oh! Das ist ein Wels. Ich habe die Schnurbremse nicht mal so extrem hoch. Was fangen wir denn da? Hohoho. Oh, neuer Rekord. 9,912 Kilo. Und das ist noch nicht mal eine Trophäengröße, mein lieber Scholli. Oh, den können wir mitnehmen. Der gibt 600, aber das ist ja der Kescher bald voll. Naja, wir behalten ihn trotzdem mal. Hohoho. Junge, Junge, Junge. Dann gucken wir doch mal, was wir. Aber vielleicht ist das, weil wir jetzt natürlich nicht zur Topzeit angeln. Dass wir deswegen jetzt leider keinen richtig großen fangen. Aber ich meine, ich gehe lieber mit der Schnurbremse wirklich mal hier richtig zurück. Junge, 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 wir waren nicht mal bei der Hälfte mit der Bremse. Aber ihr seht's, das neue Equipment scheint dem Stand zu halten. Das ist doch schon mal richtig cool. Und wie schnell die abziehen. Da sind so riesige Wellen. Seht ihr das auf der rechten Seite? Ha, das heißt also, da muss was Großes sein. Falls euch wundert, mein Kater schnüffelt hier gerade rum und meckert rum, weil er nämlich bestimmt Hunger hat. Und meine Freundin hat auch Hunger, deswegen. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn Frauen Hunger haben. Jetzt wurde ich gerade mit bösen Blicken angeguckt. Ja, aber. Ah, nee, jetzt scheint hier keiner das zu wollen. Ich werfe ein bisschen weiter nach rechts, dass der schön über die. Wo die großen Wellen hier waren. Das war hier irgendwo. Da sind sie. Jawohl. Genau ins Sendezentrum. Mal gucken, ob da jetzt gleich ein schöner Biss kommt. Aber die ziehen wirklich mit einem Schlag runter. Und ich hatte noch eine andere Angel bekommen. Die war aber auch mehr für Pose ausgelegt. Da werde ich mir mal in den nächsten Parts noch eine andere Montage zurecht machen. Vielleicht gerade was so Haken angeht und sowas extra für ein paar kleinere Fische und andere Sachen direkt. Und dann eine für die großen Dicken, wie die Angel jetzt zum Beispiel. Ja, Zubitz, es hat gerade mal kurz vibriert hier im Controller, aber. Nein. Wie gesagt, ich denke mal in der Nacht, oder? Aber hier sind so große Wellen, da muss doch mal einer rangehen jetzt. Aber wir sind nur bei 9 Metern. Es kann natürlich sein, dass das alles schon ausschlaggebend ist. Dass man dann kein Riesen-Oschi kriegt. Aber cool, jetzt haben wir die Blutköder funktionieren auf jeden Fall schon mal. Das ist schon mal schön. Und ich höre hier Mr. Wespenboy, der fliegt ja auch schon wieder rum, Libellenboy. So, noch ein kleines Stückchen weiter raus. Zur Not können wir ja ein bisschen reinziehen. Hier ist jetzt viel Bewegung im Wasser. Vielleicht lockt der Blutköder die jetzt richtig schön an. So wie es in echt wahrscheinlich auch wäre. Ja, jetzt sind wir genau bei 10 Metern. Na, wenn das jetzt mal nicht den großen Fisch bringt, dann weiß ich ja auch nicht. Aber ist natürlich auch eine perfekte Stelle hier zum Angeln. Und ich habe in echt natürlich auch, bin ich auch angeln gegangen und habe zwei richtig schöne Regenbogenforellen geholt. Und das Lustige war, ich habe mir so Stellen angeguckt am Fluss bei uns an der Ilm und guck so da und guck dahin, guck dahin und dann sehe ich so einen riesen Baumstumpf mitten im Wasser, wo es ziemlich tief war und so Verwirbelung gab. Und da ging so eine Steinkante ein bisschen runter, war auch ziemlich schlammig das Wasser und dreckig. Und dachte, Mensch, das wäre doch eine perfekte Stelle, wo sich ein Fisch versteckt. Wollte eigentlich natürlich eine schöne Barststelle finden. Habe ich leider nicht gefunden, weil bei uns in der Ilm gibt es ein paar schöne Barststellen. Aber dafür die erste Regenbogenforelle, die hat 43 cm gehabt. Und dann noch die zweite, ungefähr 30, 40 Meter weiter flussaufwärts. Und auch an einer sehr tiefen Stelle. Habe da zehnmal mit meinem, ja, es war ein kleiner Spinnerköder.
eine Vierergröße von Jackson, das ist eine sehr gute Firma, finde ich. Und Kupferfarben geht eigentlich immer auf viele Fischarten und zack. Aber was für eine 55er Regenbogenforelle. Das hat gekämpft, ist wie das aus dem Wasser gesprungen. Also, es war wirklich ein richtig schöner Kampf war das. So, jetzt mache ich hier nochmal Würfchen. Ich könnte natürlich auch mal den mittleren Schnittköder dranhängen. So. Sind wir leider nur wieder bei 9, aber wir probieren das natürlich nochmal, weil. Ist natürlich auch perfekt, wenn man nicht so weit rauswerfen muss, kann man den Fisch natürlich auch relativ schnell wieder reinholen. Ja, auf jeden Fall waren das zwei sehr schöne Fische. Ich habe aber alle beide wieder zurückgesetzt, habe natürlich ein Foto gemacht, aber schön im Kescher. Und die eine, die 55er, die hat meinen Kescher unten schon sowas von doll ausgefüllt. Ich brauche unbedingt einen größeren Kescher, auch in echt. Hier habe ich jetzt einen, also sollte ich mir auch mal einen echten größeren kaufen. Dann waren wir auch mal bei uns an der Talsperre, ich und ein Kumpel, und ja, da haben wir leider nur einen ganz kleinen Hecht gefangen, den haben wir wieder reingelassen, waren nur 35er, also total untermaßig. Ach, der Uhu schon wieder. Macht schon wieder Lärm. Ja, Leute, irgendwie wollen sie jetzt hier wieder, Herr Welz, gerade nicht. Also, ich gehe jetzt mal. Wir haben ja viele Köder. Mittlerer Schnittköder, gell? Warum habe ich die nicht mit? Ich habe mich vorhin schon gewundert, ich habe viel zu wenig Köder hier irgendwie mit. Warum auch immer, nimm mal die Blutegel, das ist da ja eigentlich auch. Wobei die ganz schön eklig sind, also die möchte ich nicht an Haken machen. Ich hatte schon mal Blutegel damals als Kind an der Hand und mal am Bein. Mein Bruder hat sie mir dann mit dem Feuerzeug abgebrannt, so dass sie losgelassen haben. Also die sind schon eklig. Wenn man da zieht, das tut richtig weh, wenn man die abziehen will. So, vielleicht mit Blutegel zum Trophy Wales. Das wäre doch auch eine schöne Unterschrift für den Part hier. Und da können wir nämlich auch, wenn wir hier noch ein paar schöne Parts verbracht haben, also ich will schon noch ein paar schöne Fische hier fangen, da können wir nämlich auch dann. Oh, es zuppelt, Leute, jetzt muss ich mal kurz. Können wir auf jeden Fall noch woanders hingehen. Vielleicht ein anderer schöner See oder Teich, wie auch immer. Uiuiuiui. Was könnte ja sein, dass das jetzt vielleicht kein Wels war. Ich weiß nicht, gibt es auch andere Fische, die den Blutegel so toll finden? Ich glaube nicht. Da komme ich auch nochmal. Und zack. So. Sind wir wieder auf der 10. Komm, vielleicht der Blutegel scheint da jetzt eher zu schmecken, aber wie gesagt, die Bisszeit geht ziemlich stark runter. Ich weiß auch gar nicht warum. Es ist halt immer unterschiedlich. Ich glaube, die war ganz früh ganz hoch. Ich habe da leider nicht so richtig drauf geachtet. Ich meine, wir wissen ja alle, dass man dann trotzdem seine Fische fängt, aber einzigartige wird es dann wohl nicht mehr geben. Wobei ich ja gar nicht weiß, ob hier ein einzigartiger steht, aber da lasse ich mich auch gerne mal irgendwie in irgendeinem Part überraschen. Bis jetzt ist es uns jetzt leider noch nicht gelungen, einen einzigartigen zu fangen. Aber wir haben da noch gute Chancen, viele zu fangen. In verschiedenen Spots und in verschiedenen Staaten. New York, einzigartige Hechte und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Ihr habt ja auch geschrieben, dass einige von euch schon richtig schöne einzigartige gefangen haben. Das möchte ich natürlich auch. Ah, nee, das. Ich hatte aber auch. Ich gucke jetzt erstmal weiter. Also, es gibt ja noch viele Stellen und wir werden hier garantiert auch nochmal bei Nacht hingehen. Wir können sie nochmal. Komm, wir probieren es noch einmal von hier. Das ist natürlich nicht mal die beste Ecke, aber wir gucken einfach mal. Vielleicht steht er jetzt auch noch tiefer. Das kann natürlich auch sein. Aber es kann auch sein, dass die Mutti und der Papa von dem Onkel hier, den wir rausgeholt haben, den gleich gesehen haben und gesagt, hier Leute, macht euch schnell vom Acker, geht auf eine andere Ecke, das wird nicht mehr hier. Die wollen uns beangeln. So, und dann wollte ich nochmal zu der Stelle mit dem Auto, da müssen wir wieder auf die andere Seite, glaube ich, ja, oder? Wo gelungenes Parken oder wie die hieß. Oh, da
könnte sich was tun, aber der hat vorhin, Junge, der hat mit Einschlag, war alles fort. Also mit Einschlag hat er alles runtergezogen. Meine Güte, Walter. Aber schön, das war so, das ist echt cool gewesen, dieses Pack, was ich mir da gekauft habe. Ich habe, glaube ich, anstatt von 37 Euro, wie gesagt, 5 Euro habe ich gefunden. Dann hatte ich auch noch gespart die Woche bei irgendeinem Angebot, was so war, wo ich mir Bier gekauft habe. Genau, für Männertag natürlich. Hatte ich auch nochmal 4, 5 Euro gespart. So, dann dachte ich mir, gut, jetzt hast du schon die 10. Ich meine, ich verstehe mich nicht falsch, ich bin eigentlich kein extremer Pfennigfuchser. Aber ihr kennt ja meine Devise. Warum soll ich für ein Spiel bezahlen, was ich kostenlos kriege? Aber ihr hattet recht. Ich gebe euch da auch recht. Es hat sich wirklich gelohnt. Und jetzt haben wir auch die Ausrüstung, um hier ordentlich was machen zu können. Aber dafür will ich euch natürlich auch was bieten. Und ich habe auch mal überlegt, ob ich nicht mal auf den Maifisch gehen soll. Aber wartet mal, ich gehe nochmal ganz schnell. Wo ist denn diese Stelle? Ah, da. Gelungenes Parken, jawohl. Da hatte ich doch auch mal einen Wels gefangen. Und der Sven hat gesagt, ich könnte mit Dreieck irgendwie mir ein Tablet... Ach so. Oh. Das ist aber nett. So, Orientierung, Maßstab. Ah, gut, alles klar. Einstellung hier, Flanken, da bin ich, also da ist ein heller Spot, denn es scheint wahrscheinlich nicht so tief zu sein, das ist klar. Ach, hier sieht man, was, 7, 14 Meter und 15 Zentimeter, nein. 7,94 Meter, kann das stimmen? Ne, das ist der Länge- und der Breitengrad, oder? Auf jeden Fall sieht man hier, dass es hier die Flachwasserzonen sind und dann die Tiefen. In den Kategorien navigieren. Okay, alles klar. Einstellung der Markierung. Möchte eine Markierung für den letzten Fisch setzen? Ach, cool. Markierung. Ah, das ist ja genial. Da siehst du genau, mit was gefangen. Oh, schön. Das ist ja wirklich cool. Teilen. Aha. Das ist ja echt geil. Naja, Mensch. Da sehen wir das doch. Dann werfen wir gleich mal hier in die tiefe Brühe rein. Nee. Mal gucken. Da musst du was tun. Aber ich glaube, hier war es nicht ganz so tief, oder? War es nicht ganz so tief? Doch. 1,70 auf jeden Fall. Sehr schön. Danke, Sven, dafür schon mal. Ah ja, die Steine hinten sehen auch viel besser aus, die Strukturen von den Felsen. Oh, kennt ihr dieses Geräusch, wenn man zwei Steine hat und die aufeinander so reibt oder schlägt? Eigentlich auch so ein bisschen gänsehautmäßig, aber auch irgendwie geil, so das Geräusch. Ich liebe das Geräusch irgendwie von aufeinanderschlagenden Steinen oder... Ah, ich weiß nicht. Auch im Film so, wenn Thor mit einem Stein auf irgendeine Felswand wirft. Ich weiß nicht, war das bei Avengers 1 oder... Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall einfach nur genial. Wenn es ein sehr komisches Thema ist, aber da wollte gerade schon wieder einer rumzuppeln, aber ich weiß nicht, was hier alles so steht. Ich weiß nur, hier hat man ja unseren 6 Kilo Wels gefangen. Ich warte jetzt mal noch, sagen wir mal 2 Minütchen und dann probiere ich, würde ich gerne mal... es zuppelt. Ja komm, holen dir. Komm, der Adler. Oh, nee. Die Ben Johnny ist auch wieder unterwegs, aber... Das ist ja meistens so, gell, so ein Indikator dafür, dass es ein anderer Fisch ist, wenn es immer nur zuppelt, aber nicht also runterzieht. Nee, ich habe jetzt so, wir hatten ja mal eine Sehne gewonnen. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Part das war. Ich dachte, es war für irgendeine Belohnung irgendwo in New York, für so und so viel Hechte oder irgendetwas. Und das ist eine 0,5er. Und auf meine Spule geht eigentlich ein 0,4er drauf. Aber die 0,5er konnte ich auch drauf machen. Ich habe jetzt wieder die 0,4er drauf. Ne, 0,3er, glaube ich, drauf gemacht. Aber das hat damit zu tun, weil ich mit der noch mal ein bisschen weiter auswerfen kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf.
Wenn ihr irgendwas bei uns hier nochmal aus meiner Wohnung rumschallen hört, meine Freundin hat, glaube ich, gerade Hörbuch in der Küche an. Kann sein, ich hoffe es nicht, dass er es hört, aber kann sein, dass ihr ab und zu mal vielleicht irgendwas Kleines brabbeln hört. So, hier geht's aber jetzt nicht weiter. Die 2 Minuten sind auch fast um. Ja, Leute, das machen wir auf jeden Fall noch weiter. Okay, aber ich will mal kurz nach der Beißzeit gucken. Ah, na gut, da sind wir jetzt schon nicht mehr so gut bedient. So, und jetzt gucke ich auch mal gleich nach diesen. Nach diesem Maifisch. Da ist er doch schon, der Johnny. Bevorzugte Ködergarnelen, kleine Ritzen, aha. Sonst Spinners, Chats und Grubs. Dann lassen wir uns doch, dann können wir uns da auch mal. Na komm, da gucken wir mal, ob wir da vielleicht einen hier an Land ziehen können. Mit einem Spinner, aber Spinner geht doch auch. Geht doch auch, theoretisch geht da auch ein Barsch auf den Spinner, oder? Ich dächte schon. So, und da seht ihr auch gleich mal meine andere. Ach nee, das ist. Ist das die alte? Ist die alte, genau, aber mit einer neuen Spule. Nee, das ist nicht die alte. Nein, das ist auch schon eine bessere. Genau. Die habe ich mir, glaube ich, direkt noch gekauft. Oh, toll, wie komme ich denn da hin? Da springt auch was. Was habe ich denn hier dran? Ein Schild. Wir können ja auch mal. Wurm. Ach komm, wir probieren einfach mal ein paar Würfchen zu machen. Hier hinten war ja die Weltsecke, gell? Ach, wir fangen mal hier ganz links an. Und schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Schönes rausfischen können. Ihr kennt mich, ich twitche gerne und das ist auch der richtige Köder zum Twitchen. Jawohl. Es geht aber ganz schön schnell unter hier. Ja, schauen wir mal. Kann doch sein, wir finden hier was Schönes. Ich weiß auch gar nicht, wie groß. Ich glaube, so riesig wären die Maifische ja nicht. Falls wir einen an Land ziehen können. Leider haben wir ja noch keinen. Was schon schade ist. Würde gerne mal einen fangen. So, immer schön hoch. Jawohl. Das ist natürlich auch sehr gut. Umso höher wird die angehalten. Sieht zwar ein bisschen blöd aus jetzt, aber somit können wir ziemlich. Ah, gut, so hoch. Das war zu hoch jetzt. Ah, jetzt sind wir direkt im Krautfeld. Ah, och, jetzt dachte ich, hätte was. Aber warum vibriert das da manchmal? Kann mir das jemand von euch sagen? Ich meine, dass ich eine Hänge habe, ist mir ja klar, aber das hat doch. Es ist immer so willkürlich, manchmal vibriert es, wenn man eine hat und manchmal nicht. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist oder ob das so ein bisschen buggy ist oder sowas. Ist auch die Frage, was der mag, gell? Der Maifisch, so eben waren wir ganz, waren wir noch ein Stück weiter rechts, jawohl. Werf jetzt einfach mal bis hinter. Gehen wir ein bisschen schneller, Schnurbremse. Ja, können wir ruhig auf die Hälfte stellen. Noch mal ein bisschen höher, so hier schon mal. Probieren jetzt mal eine Stop-and-Go-Variante. Dann mal ein bisschen schneller machen, dass es den auch ein bisschen hochzieht. Jawohl. Also wenn ich Fisch wäre, würde ich jetzt mal zuschlagen. Aber wie gesagt, mit dem Chat habe ich, glaube ich, großartig nichts gefangen bisher. Vielleicht mal so 1-2 Fischchen, aber so, dass man jetzt sagt, das ist ein Köder, den hat man immer gerne dabei. Auf keinen Fall. Oh, oh, ist da, uhu, der sitzt wahrscheinlich direkt. Oh, ist wahrscheinlich direkt über mir, der Johnny. Oh, jetzt kommt Wind auf. Sehr schön hier. Sehr, sehr schön. Das ist doch eine Top-Köderführung. Morgen wollte ich auch angeln gehen, um euch zu sagen, was es heute für ein Tag ist. Gestern war Männertag. Ich habe getrunken wie ein Großer. Aber ich habe mich wieder gut auskuriert. Ich bin mit meinen Kumpels eine schöne große Runde gelaufen. Ich glaube insgesamt sogar 21 Kilometer. Dann haben wir den Abend auch schön ausklingen lassen und haben auf dem schönen Rost. Oh, da ist was dran. Oh, ich habe mich schon wieder
verarschen lassen. Wir haben auf jeden Fall schön auf dem Rost ein paar schöne Fischis gemacht und haben auch Steaks und Würstchen und Berner Würstchen, falls jemand von euch kennt. Also praktisch ein kleines Würstchen im Speckmantelschlafrock. Mh, herrlich. Lecker. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich schon dran denke. Gut. Der Chat. Ja, wir probieren jetzt nochmal ein, was. Ja, wir waren ja noch nicht überall. Komm, wir geben dem Köder, man muss ja auch mal eine Chance geben. Zacki, zucki, zucki. Und dann machen wir mal hier. Ja, lassen wir ruhig mal ein bisschen schneller drin. Machen wir nochmal. Twitchen wir nochmal. Das ist zu schnell. Ich gehe gar nicht mehr runter. Oh, wie weit wir damit kommen, Leute. Das sehe ich jetzt erst. Da kommen wir ja. Oh. Wie weit kommen wir denn da? 60 Meter oder was? Das ist ja. Das ist ja der Wahnsinn. Ah, jetzt sind wir schon ganz schön hoch, gell? So, ich lasse das mal wieder absinken. Hey, Mr. U! Gib mal ein bisschen Ruhe! Ja, wie gesagt, ich müsste natürlich noch wissen, was für Köder, wie, was, wo. Dann könnt ihr das nächste Mal natürlich auch mit hernehmen. Für den amerikanischen Maifisch. Ah, jetzt! Jetzt haben wir was Kleines dran. Jetzt hatte ich wirklich was dran, Leute. Das hat ganz stark vibriert. Hm, aber ich war ziemlich weit oben. Also dem geben wir nochmal eine Chance. Vielleicht Richtung Bau. Und zwar irgendwo, es war ziemlich weit vorne. Ich werfe jetzt mal nicht ganz so weit. Oh, was für ein geiler seitlicher Wurf. Junge, Junge, Junge. Erstmal ein bisschen absinken lassen. Ja, und heute werde ich mit meiner Freundin noch schön Backlash gucken. Ihr wisst ja, ich bin ein bekannter, ein benennender WWE-Fan. Ja, ich interessiere mich für den Quatsch Wrestling. Ich weiß, dass es alles nur einstudiertes und Entertainment ist, aber ich finde es trotzdem sehr unterhaltsam. Oh, da war doch gerade irgendein geiler großer Fisch. Naja, es muss nicht riesig, ja, muss nicht riesig gewesen sein. Na komm, dann machen wir mal was anderes. Und machen uns mal einen schönen Spinner dran. Was haben wir denn noch dabei? Ich habe hier für die Nacht schon einen Casting Spoon mitgenommen. Oder einen großen Best Trick auf Schwarzbarsch. Komm Leute, da versuchen wir nochmal so einen Oschi rauszuholen. Da drüben, da klingelt es doch andauernd. Seht ihr das? Da kann ich ja eigentlich nicht hinwerfen. Komm, da werfen wir mal hier hin. Wie gesagt, ich weiß nicht, was hier in der Ecke drin ist. Wir hatten hier den Wels gefangen. So viel steht fest. Es gibt ja auch Rotflossenhechte, die werden ja sicher auch irgendwo ihr Unwesen treiben. Der ist aber schwer. Guck mal, da muss ich ja ganz schön. Oh, da muss ich ja ganz schön leiern. Ja, langsam geradeaus, ich weiß auch nicht. Aber wir haben doch eigentlich so einen Krautschutz drin. Da kann ich doch eigentlich gar nicht hängen bleiben. Ich komme auch bis hier runter. Jawohl. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass euch das natürlich gefällt, dass ich mir jetzt endlich mal was gegönnt habe in dem Spiel. Und ich muss mich natürlich noch einarbeiten mit der ganzen neuen Ausrüstung, wie was wo dranhängen und sowas. Und ich habe auch noch keinen direkten Plan, aber ich denke mal, bei Nacht auf Wels, das werden wir definitiv machen. Dann werde ich mir versuchen, mit der neuen Ausrüstung wahrscheinlich auch schon im nächsten Part. Uiuiui, da hat was zugeschlagen. Einen schönen Knochenhecht zu fangen, natürlich. Ja, das sieht mir doch noch barsch aus. Guck mal, wie schnell der hin und her zieht. So, lass mal erstmal schön sich kaputt spielen. Ah, Forellenbarsch. Nee, Schwarzbarsch. Nee, Forellenbarsch. 1,111 Kilo. Junge, Junge, Junge. Unsere XP gehen immer noch runter, aber den müssen wir mitnehmen. Ihr seht es, 253. Uiuiui. Das ist hier eine Forellenbarsch-Ecke. Oh, da habe ich jetzt aber Bock nochmal auf den Schwarzbarsch. War hier vorne eigentlich eine gute Stelle, oder? Für den Schwarzbarsch.
Jawohl, da gehen wir noch mal hier vorne hin. Hier habe ich doch ein paar schöne gefangen. Werfen wir mal schön hier zwischen die Stämme. Haben wir zwar jetzt nicht ganz so viel Zeit, weil das nicht so viele Meter sind, aber wir gucken auf jeden Fall mal. Obwohl. Nee, so verkehrt ist es gar nicht. Eine ganz schöne Ecke. Wir kommen halt einfach nur so weit. Oh nein! Gummi! Na gut, wir sind immerhin noch bei 36 Metern. Da ist das da hinten auch bestimmt 55 Meter. Das springt. Immer noch nicht. So. Ja, wo ist er reingefallen? Bei 20 Metern. Na, obwohl hier. Gut, alles klar. Ah, dann zieht es kontinuierlich hoch. Ich habe mir jetzt auch für das richtige Angeln eine Poly. Ah, ich kann das leider immer manchmal nicht aussprechen, weil ich so ein Ochse bin. Polarisierende. Oh, Leute, da ist der Wurm drin. Auf jeden Fall so eine Brille gekauft, die das Wasser entspiegelt, so um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Dass man auch vielleicht sieht, wenn einer ein Hecht noch hinterherjagt. Und das finde ich, ist eine richtig coole Erfindung. Und die sehen vor allem auch noch gut aus, gell? Also echt schick, schick. Gibt es von 10 € bis, keine Ahnung, wahrscheinlich 60 €. Ich habe ein gutes Mittelding genommen. Für 19 € im Angebot gewesen. Ich meine, die hatten wir eine Weile, eine Brille. Da kann man schon mal sagen, dass man das investieren kann. Und gerade deswegen, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr am Wasser steht und die Sonne wirklich da drauf brieselt und man kann, muss seine Augen leicht zusammenkneifen. Ist nicht gerade so schön. Deswegen ist es schon ganz cool, so ein Teil mal zu haben. So, komm jetzt aber ein richtig schönes fettes Vieh, du. So, jetzt komm, lass ich mal richtig meine Twitch-Muskeln spielen hier. Und mach mal richtig ein auf. Ihr müsst anbeißen. Jawohl. Mr. Uhu unterstützt uns tatkräftig. Hey, du schaust später da oben auf deinen Ast. Denk dran, meine andere Route ist 7 Meter lang. Da kann ich dir mal schön den Knippel auf den Wanz bochen. Nein, tut mir leid, Leute. Ich musste wieder Ostdeutsch gemein reden. Ah? Nee, 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 nee. Sag mal, steht der Schwarzbarsch nicht auf? Da, rück doch mal, das springt doch hier wie. Das springt doch hier wie der Hering aus der Suppe. Das kann doch gar nicht. Das muss doch. Oder. Ich habe nicht geguckt, aber ich dachte mir extra so ein Riesen-Bestchick. Das ist doch was für ein Trophäenschwarzbarsch, oder? Aber vielleicht, nee, ich zieh ihn vielleicht einfach nur mal rein. So ein bisschen hier, so ein bisschen arbeiten, genau, mit der Geschwindigkeit. Ah, nein! Jetzt! Ah, nichts. Riesiges doch! Ja, oh! 1,4 Kilo Forellenbarsch! Junge, Junge, Junge! Na, das meine ich, genau solche Fische meine ich. So, oh, stellt ihr mal vor, stellt euch wirklich mal vor, ihr fangt in echt so einen Barsch. Also da kriegt's die Freudentränen in den Augen, das kann ich euch sagen. Mann, Mann, Mann! Ja, den muss man einfach langsam reinholen und hier ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielen. Jetzt bin ich noch am Ufer, aber sicherlich gleich wieder ein Stückchen runtergehen. Ja. Jetzt, wo es in die tieferen Regionen geht. Sehr schön. Aber der hat zugeschlagen, aber da sieht man mal jetzt, wie gut die Ausrüstung ist, wenn die nicht mal bis zur Hälfte ansteigt. Bei so einem, ich sag mal, ist schon ein kapitalerer Barsch. Vielleicht ist ja auch hier hinten einer drin. Ich versuche mal da einen vom Krautfeld wegzulocken. Aber komischerweise noch kein Schwarzbarsch hier auf den Köder. Wundert mich so ein bisschen. Kann natürlich wirklich sein, dass der den nicht mag. Also, dass der, was heißt den nicht mag? Der wird sicherlich ab und zu mal da drauf beißen, aber es wird keine Art Topköder für den sein. Oder es ist war, liegt so an der Beißzeit und so, dass der jetzt einfach nicht so Bock hat, weil. So, Barsche haben ja meistens, ich sag mal, die haben so eine bestimmte Zeit am Tag, da sind die sehr aktiv und beißen richtig dolle und dann gibt es wieder Zeiten, da sind sie halt einfach sehr zurückgezogen und wollen halt einfach gar nicht beißen. Da kannst du denen das Ding direkt vom Maul lang
ziehen und die denken sich, nö, ich möchte nicht. Nein, das möchte ich nicht. Also ich weiß nicht, ob Twitchen hier was bringt, aber ich dachte, dass selbst mit so einem Best-Chick das Twitchen eine gute Sache wäre. Ja, auf jeden Fall waren meine Angelfreunde und Arbeitskollegen, die auch angeln, ziemlich neidisch auf mich, dass ich da solche großen Regenbogenforellen geholt habe. Dafür, dass ich auch das erste Mal eigentlich an der Ilm offiziell angle. Also, ihr wisst, was ich meine. Es war jetzt schon sehr, sehr lange her, dass ich mal irgendwie damals da an der Ilm geangelt habe. Keine Ahnung, wie alt ich... Oh, ich habe doch gezogen. Es war kein ordentlicher Biss. Nee, Twitchen funktioniert mit den Ködern nicht. So, wir probieren jetzt nochmal was Neues aus. Oder was heißt was Neues? Wir gehen nochmal auf den 14 Gramm Spinner. Da hinten ist doch so ein schönes Krautfeld. Da will ich mal dran vorbeiziehen. Vielleicht holen wir uns ja auch mal einen schönen Hecht raus. Und praktisch mit so einem Teil, nur nicht so groß. 14 Gramm, wie viel würden meiner gehabt haben? Ich schätze... Lass es 7 Gramm gewesen sein, mein Spinner, mit dem ich die Forelle gefangen habe. Übrigens ein sehr schöner Spinner gewesen. Oder ist er noch? Wobei mein Drilling unten sogar leicht verbogen war bei der letzten Forelle, weil die so wirklich, ich hab's euch ja gesagt, die ist aus dem Wasser gesprungen. Ja, vielleicht könnte ich mal Gelegenheit, wenn ich da genug Fotos zusammen habe, auch mal ein Video zusammenschneiden, ein kleines mit Bildern und ein bisschen geile Heavy-Metal-Musik dahinter legen. Und euch ein paar Videos hochladen, ein paar Fotos hochladen, also ein Video mit ein paar Fotos, wo ihr seht, was ich mal so gefangen habe in echt. Wenn euch das interessiert, mache ich das auf jeden Fall mal. Aber das, wie gesagt, das ist noch Zukunftsmusik. Ich habe den Angelschein noch nicht so lange. Ha, aber so beißfreudig sind sie gar nicht. Ich meine, wir haben einen schönen Kapitalwels gefangen, für meine Verhältnisse. Wir haben zwei wunderschöne Barsche gefangen, aber das Große bleibt hier aus. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache uns jetzt noch ein was richtig Großes dran. Der Part neigt sich ja dem Ende zu, deswegen habe ich gedacht, komm, aufs Letzte tue ich jetzt hier einfach nochmal versuchen, auf irgendeinen Wels oder sonst irgendwas zu gehen. Das Glück ist doch mit den Dummen. Ich heiße Affenkönig dämlich, also das wäre doch vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt hier noch was fangen würden. Oh, oh. Das ging aber jetzt schnell, habt ihr das gesehen? Ein schnelles, dolles Zuppeln. Ah, ich wollte doch mal gucken, was alles auf die Blutegel geht. Vielleicht sollte ich den Haken noch mal ganz schnell wechseln. Komm Leute, das machen wir mal schnell. So, wir haben hier, Leute, es ist alles weg. Meine mittleren Schnittköder, alles ist weg. Warum? Das darf doch eigentlich gar nicht sein. Ist das jetzt nur ein Bug? Ich hoffe, das ist jetzt nicht komplett weg. Ich hatte das alles noch und jetzt ist das alles nicht mehr da. Ihr wisst ja, was ich alles so im letzten Part mit hatte. Mittlere Schnittköder, kleine Schnittköder. Und ich hatte ja auch noch andere Sachen bekommen, also... Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ein bisschen sehr sogar. Ach so, nee, ich wollte erst mal gucken. Chat mach mal aus. So, schauen wir noch mal schnell. Also, kleine Ritzenscheiner. Wo ist denn unser Schwarzbarsch, Johnny? Ah, der Karpfen! Den nehmen wir uns erstmal für den nächsten Part noch vor. Genau, der Karpfen, Leute, den habe ich ja ganz vergessen. Durch die ganze Weltangelei. Rotflossenhechte, genau, waren ja auch noch drin, ne? Und die vielen Sonnenbarsche und Crappies. Okay, dann probieren wir das nochmal aus. Scheiner können wir uns mal dran basteln. Ich mache jetzt hier mal den 1-0er dran, weil ich nicht genau weiß, wie was wo.
Und dann gucken wir noch mal. Ein allerletztes Mal. So. Scheiner. Zack. Gehen wir mal ein bisschen höher. Jubi, so auf eine 93 und lassen das Ding mal hier treiben. Hier springt es doch, da muss doch jetzt wirklich theoretisch irgendwas muss doch hier anbeißen. Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Ohne der Scheiner ist ein Universalköder, wenn man es ganz blöd sagt. Oh ja, oh, der wird auch schon gejagt. Seht ihr das? Gegen die Strömung. Kann natürlich auch noch was Kleines sein, was da jetzt rangeht. Es ist kein riesiger Haken, aber auch kein kleiner Haken. Aber auch kein Kleiderhaken. Oh mein, war der schlecht. Okay, alles gut. Jetzt holen wir uns hier hoffentlich noch den erhofften Schwarzbarsch. Da drauf hoffe ich natürlich. Aber das konntet ihr euch bestimmt schon denken. Ui. Da hat es aber jetzt rausgeledert. Na gut, wir haben eine gute Ausrüstung. Naja, noch fast ein Kilo schön Forellenbarsch. Da gibt noch mal ordentlich Kohle. Den nehmen wir natürlich mit. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig aufs nächste Mal. Und dann geht es wirklich an den Karpfen. Ich hab da ein gutes Gefühl fürs nächste Mal. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und ich freue mich, bald mit euch wieder zu angeln. Macht's gut.